Servus Leute und seid herzlich willkommen zur 5. Folge der Dortmund-Karriere. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir das Revierderby gewonnen, in der Champions League das erste Spiel gegen Rom verloren und sind jetzt in der Bundesliga, ich glaube auf dem 7., 6. oder 5. Tabellenplatz. Und für die, die jetzt erst wieder einschalten seit langem, ja, hier ist unser aktuelles Dortmund-Team, was wir zusammengebaut haben in der Sommertransferphase. Und dann gehen wir erstmal rein in die Trainingseinheit. Ja, Hakimi verbessert sich um eine Gesamtstärke und ich habe mich dazu entschieden, heute jedes Spiel zu simulieren. Ja, vielleicht gefällt es dem einen, vielleicht aber auch nicht. Aber heute werden wir auch das Spiel gegen Chelsea wahrscheinlich simulieren. Ja, wir werden wahrscheinlich heute den ganzen Monat durchsimulieren, wahrscheinlich bis zum Spiel gegen den VfL Bochum. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann spielen, das DFB-Pokalspiel. Aber gegen Hoffenheim, Werder Bremen, Mainz, Spartak Moskau und Chelsea werden wir alles simulieren, beziehungsweise jedes Spiel simulieren. Ja, also für die Wintertransferphase, die ja in ein paar Monaten kommt, ich glaube in so drei Monaten sollte es sein, haben wir noch 35 Millionen oder sagen wir mal knapp 30 Millionen zur Verfügung. Da könnten wir natürlich noch so einen etwas guten Spieler holen. Vielleicht auf der Innenverteidigerposition, wo Akanji ja derzeit verletzt ist, aber da haben wir ja mit Diallo einen guten Ersatz und bei Hazard haben wir ja mit Shaqiri auch einen guten Ersatz. Brandt ist schon mal auf einer 85, was gut ist. Arthur auf einer 86 immer noch und da auf eine 84 hoch. Also bisher lohnen sich auf jeden Fall die Neuzugänge aus der Sommertransferphase. Und dann simulieren wir auch gleich mal das erste Spiel dieser Folge und zwar gegen Chelsea. Ich lasse es durchlaufen, weil ich heute Batshuayi mit dem 1:0. Der kommt für Eden Hazard rein und macht gleich mal das 1:0 und jetzt steht's auch so und wir verlieren. Also bisher sind 2 Neuzugänge von uns verletzt, also das ist nicht so gut. Aber zum Glück haben wir einen Zagadou als Ersatz. Ja, so gehen wir dann, ich glaube gegen Hoffenheim ist das nächste Spiel, gehen wir so rein mit diesem Team, beziehungsweise simulieren wir das mit diesem Team. Plan für heute ist, meine Lieben, wir werden erstmal die Jugendakademie ein bisschen starten. Also wir werden ein paar Scouts anheuern. Apropos Scouts, wir werden auch nicht nur Jugendscouts anheuern, sondern auch ganz normale, also die so Spieler aus der Premier League und so scouten. Die werden wir alle holen. Vielleicht, ja, aus Premier League, Bundesliga und vielleicht, keine Ahnung, League 1. Aber zuerst müssen wir hier erstmal das Spiel gegen Hoffenheim hinter uns bringen und am besten gleich mal gewinnen, das erste Spiel in der Bundesliga in dieser Folge. 25 Minuten gespielt, Belfodil verletzt sich auf Seiten der Hoffenheimer und Brandt mit dem 1:0 in der 37. Belfodil wird ausgewechselt, Götze kommt für Vinicius, ey, das ist wirklich, also, Mann, das kann es doch nicht sein. Kommt schon, ein Ja, Julian Brandt, let's go. Damit sind wir nur noch auf dem 2. Tabellenplatz hinter Bayern. Die sind 2 Punkte vor uns, aber Leipzig ist noch hinter uns. Die haben noch ein Spiel offen und die Bayern haben auch noch ein Spiel offen. Gegen Werder werde ich wahrscheinlich neue Spieler jetzt reinpacken in die Startaufstellung, obwohl vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal schon, weil wir 3 Tage danach ein Spiel in Moskau haben und dann gegen Mainz werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein paar schwächere Spieler oder Jugendspieler reinsetzen. Apropos Jugendspieler, wir gehen jetzt hier direkt mal rein in den Jugendstab und kaufen uns einfach mal die besten Scouts. Einmal den Severin Meyer, dann für 2,8 einen Belgier Alexandre Gossens und für 4 Millionen einen Tschechen und zwar Dennis Dolezal. So, der Severin Meyer darf erstmal Deutschland oder die deutschen Jugendakademien oder so beobachten, keine Ahnung. Dann darf der Belgier hier nach Spanien reisen und der gute Tscheche darf nach Frankreich und ja, dann sind wir hier eigentlich durch mit der Jugend und dann warten wir einfach mal ab, bis die ersten paar Berichte kommen. So, ich werde jetzt mal hier ein paar Aufträge erstellen und dann schauen wir einfach mal oder ich zeige sie euch dann einfach. Also wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger, das ist ganz klar. Zwar, wenn Akanji
sie wieder normal fit ist und da, dann haben wir wieder unsere Standardspieler, aber wir brauchen wieder Ersatz. Das ist ganz wichtig. Von mir aus könnte der auch 30 sein, aber am besten wäre natürlich, wenn der eher jünger wäre. Dann brauchen wir noch einen Torwart und zwar einer, der wirklich gut ist, meiner Meinung nach. Der auch Stammspielerqualität hat und ja, wir brauchen einfach mal einen Keeper, einen neuen, weil Bürki ist jetzt bald schon, ich glaube, 28 oder so. Aber der hat natürlich noch ein 86er Rating, was gut ist, aber okay. Dann brauchen wir eigentlich kein Backup mehr im Mittelfeld, sondern noch für den linken Flügel. Ja, hier Flügelsturm. Am besten einen sehr jungen Spieler, weil, ja, ich habe es ja in der ersten Folge gesagt, ich will den Kader komplett verjüngern. Wahrscheinlich soll der älteste Spieler irgendwie so bei 28 liegen oder so, was wirklich sehr jung ist, wenn man sich jetzt mal Bayern letzte Saison oder vorletzte Saison anschaut, war ja irgendwie das Durchschnittsalter bei 28 oder 27, irgendwie so. Also schon recht alt. Ich glaube sogar, es ging in Richtung 29, 28 ungefähr. Ja, dann holen wir nochmal hier einen Scout rein, der dann auch ein bisschen was machen kann. Der geht hier nach Frankreich, wo schon einer ist leider. Dann geht er mal nach Portugal und der Sascha Richter geht in die Niederlande. Ja, dann haben wir hier schon mal die Scouts losgeschickt. Dann können wir nämlich in der Wintertransferphase, in der übernächsten Folge wahrscheinlich, können wir da auf jeden Fall Angriff machen. Und Arthur geht auf eine 87 im Training hoch und ab auf eine 74. Ab wird wahrscheinlich jetzt im nächsten Spiel drankommen gegen Werder und wahrscheinlich gegen Mainz auch da noch. Dann packen wir den direkt mal hier rein für den guten alten Timo Werner. Ja, dann gehen wir hier rein ins Spiel. Wir können nochmal hier kurz die Mails abchecken. Da sind nur, ich habe irgendwas abgegrast. Akanji ist jetzt bald wieder fit und ja, Shinji Kagawa will wechseln. Diesen Wunsch erfüllen wir ihn natürlich. Wir müssen natürlich jetzt nochmal hier ganz kurz schauen, weil am Anfang der Serie haben wir ja schon ein paar Spieler verkauft. Am Ende waren es dann so, ich glaube, 150 Millionen, was wir dann eingenommen haben. Also ist auf jeden Fall einiges. Und hier ist Shinji Kagawa. Sein Vertrag läuft eh aus. Wir können ja hier mal ganz kurz schauen, wem wir hier alles verlängern müssten. Was auch interessant ist, Arthur hat den höchsten Marktwert. Also das ist wirklich, manchmal ist Karrieremodus gar nicht mal so schlecht, wie er ist. Nur in sehr vielen Punkten ist er wirklich scheiße, muss man schon sagen. So, Kruse, Raschika, Eggestein, Klaassen, Allen. Ist es, nee, Allen schreibt man doch mit A. Arthur mit der gelben Karte, Busmann auch. Und dann wird, warum wird Jan Fiete ab ausgewechselt, hä? Und Brand mit dem 1-0. Komm, komm schon, komm, bitte, bitte, stellt euch jetzt hinten rein. Macht Parte, Bass, let's go. 1-0 Sieg gegen Bremen auswärts. Sehr wichtig, ich verstehe es aber nicht, warum er gerade einen Fiete ab ausgewechselt hat. Nächste Trainingseinheit, niemand von den 5 Spielern geht hoch. Ich suche jetzt hier mal nach der Ausdauer. Vielleicht hat er einfach keine gute Ausdauer, weshalb er dann ausgewechselt werden muss. Aber ich sehe es hier irgendwo nicht. Ah, hier, boah, 57 Ausdauer. Okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich irgendwie im Training die Ausdauer verbessern? Ja, dann gehen wir wieder mit unserer Top-Mannschaft vielleicht dran. Ich kann mal ganz kurz schauen, ob Akanji jetzt schon wieder fit ist. Das ist mir ein zu hohes Risiko. Wir können ihn ja mal hier reinpacken auf die Auswechselbank. Thorgan Hazard wird jetzt auch langsam wieder fit. Jetzt fehlt nur noch Jonathan Tah, dann sind wir wieder vom Verletzungspech frei. So, nächstes Spiel zu Hause im Signal Iduna Park. Mal schauen. Vielleicht gewinnen wir ja jetzt erstmal das erste Spiel in der Champions League dieser Saison. Also Real Talk gegen Sparta. Och, Witzel, was ist mit dir los? Also gegen Moskau müsstest du wirklich gewinnen. Diallo mit der gelben Karte nach 27 Minuten und jetzt trifft er endlich Witzel mit einem Elfmeter. Davor verschießt er ihn noch. Jetzt verwandelt er ihn in der 41. Minute. 70 Minuten gespielt. Wir führen immer noch 1-0. Come on, EA, let's go. Da ist der erste Sieg in der Champions League.
1 liegt. Und jetzt heißt es einfach nur noch gegen Chelsea und gegen Rom gewinnen. Und dann könnten wir vielleicht sogar noch weiterkommen. Also Europa League, also der dritte Platz muss unser Ziel sein, mindestens. Und wir bekommen auch direkt ein Angebot für Kagawa rein, was ich annehmen werde. Wir packen jetzt hier erstmal wieder die verletzten Spieler rein. Wir können die jetzt mal hier erstmal spielen lassen. Aber wir lassen wieder ab ran von Anfang an. Der wird dann eh wieder in der Halbzeit ausgewechselt. Ja, mit dieser Mannschaft gehen wir dann ins Spiel gegen Mainz. Hazard ist noch nicht so fit, aber ihr habt mir geschrieben, beziehungsweise im Mail-Eingang ist gekommen, dass er fit ist, und deswegen habe ich ihn jetzt hier reingepackt in die Startelf. Vielleicht wieder ausgewechselt, vielleicht aber auch nicht. Wir gehen jetzt einfach rein, ich laber nicht so lang. Let's go, 26. Oktober, Dortmund gegen Mainz. Mal schauen, ob wir da was reißen können. Ab, ja, mein Wunderjunge macht das 1-0. Ab mit dem 2-0. Co-Trainer wechselt ihn jetzt nicht aus. Brand mit dem 3-0. Damit ist eigentlich alles gesagt. Also wenn wir hier jetzt wirklich noch verlieren sollten, hier 4-0. 5-0 durch Brand, und Ab hat mal durchgespielt. Ach stimmt, wir könnten jetzt hier sogar noch Sagadu mit Diallo tauschen. Dann sind wir hier auf jeden Fall komplett gut aufgestellt. Jetzt fehlt nur noch Jonathan Tah. Aber wir motivieren mal unsere Spieler noch vor dem Spiel gegen VfL Bochum. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz in die Trainingseinheit. Nein, ich will hier keinen neuen hinzufügen und simulieren. Und dann würde ich sagen, weil sich keiner verbessert, war es das von dem Video. Wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, aber spätestens am Montag wieder. Bei einem neuen Video. Vielleicht ist es wie wieder die Dortmund-Karriere, aber ich bin mir nicht sicher, weil meiner Meinung nach kann man jetzt im FIFA nichts mehr machen. Ich nehme das zwar jetzt eine Woche davor auf, aber ich glaube, da wird jetzt kein Footies kommen heute. Dann kommt morgen ein Video zum Footies-Event. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, und ich würde sagen, das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!